große Evangelium des Johannes, Band 2, von Jesus Christus geoffenbart durch das innere Wort an Jakob Lorber. Kapitel 107: Jesus und der römische Hauptmann. Sage ich: Du bist mir wohl ein recht lieber Mann und Freund, und was du geredet hast, ist leider nur zu wahr. Wäre ich ein Mensch derart, wie die Menschen der Erde sind, so würde ich deinen Rat auch ohne weiteres befolgen, denn in deiner Brust pulst ein redliches Männerherz. Aber ich bin ein ganz anderer Mensch und ein ganz anderes Wesen, als für was du mich hältst. Siehe, mir müssen gehorchen alle Mächte der Himmel und dieser Erde, und ich habe sonach nichts zu befürchten. Es wird wohl an mir die Schrift bitter und schmerzlich erfüllet werden, aber nicht nach dem Willen dieser Welt, sondern nach dem Willen des Vaters im Himmel, der aber nun in mir ist, wie ich in ihm bin von Ewigkeit her. Aber darum wird meine Macht über Himmel und Erde nicht den allergeringsten Verlust erleiden. Denn wollte ich es, so wäre diese Erde im schnellsten Augenblick in den nichtigsten Staub umgestaltet, samt allem, was in und auf ihr ist, atmet, lebt und webt. Aber da mein Grund Erhaltung heißt, so geschieht solches nicht. Es kann geschehen, dass ich als ein Aufwiegler des Volkes und Gotteslästerer angeklagt werde aus Ärger und neidigster Scheelsucht des Tempels und darob ans Querholz geheftet werde. Aber alles das wird meine Macht nicht brechen und meiner Lehre bis zum Ende dieser Welt nicht den geringsten Eintrag tun. Es werden zwar die eigentlichen Weltmenschen mit der Zeit aus meiner Lehre zum größten Teile dasselbe machen, was die Ägypter, Griechen und Römer aus der Urlehre gemacht haben, die Adam und seine ersten Nachkommen erhielten. Aber neben solcher Abgötterei werden dennoch viele sein, die meine Lehre und meine Macht gerade so rein erhalten und besitzen werden, wie sie nun kommt aus meinem Munde, und damit werden sie auch gleichfort haben und besitzen die Macht, die ihnen durch den lebendigen Glauben an mein Wort verliehen wird, für zeitlich und jenseits für ewig. Ich bin also auch ein Herr und fürchte darum keinen Herrn und keine Gesetze desselben. Sagt der Hauptmann: Freund, da ist mit wenigen Worten viel gesprochen. Nach dem, was du hier geleistet hast, könnte ich es fast glauben, dass dir so etwas möglich sein dürfte, obschon mir ähnliche Heilungen nur nicht in diesem überweit gedehnten Maße nicht ganz fremd sind. Denn es ist eine bekannte Sache, dass außerordentliche Erscheinungen auf die leibliche wie auch seelische Gesundheit eines Menschen, je nachdem sein Temperament beschaffen ist, einen oft wunderbar entschiedenen Einfluss haben. So zum Beispiel hat ein großer Schreck schon einen Taubstummen das Gehör und die Sprache wiedergegeben. Ich wüsste dir eine Menge ähnlicher Fälle zu erzählen, aber es ist die Zeit zu kurz. Ich will aber in aller Kürze dir damit nur das sagen, dass deine Heilart, so außergewöhnlich sie auch ist und zu wie viel Dank sie uns auch verpflichtet, mir aber dennoch die volle Überzeugung nicht verschaffen kann, dass dir darum jede andere Macht der Himmel und der Welt nichts anhaben könnte. Ich will dir die Möglichkeit nicht streitig machen, bei Gott sollen ja alle Dinge möglich sein. Aber Freund, es ist eine große Kluft zwischen der Möglichkeit und Wirklichkeit. So ich dich näher werde kennenlernen, werde ich vielleicht auch glaubensfester werden. Aber nun, liebster, treuster Freund, bitte ich dich, meine vielleicht ein bisschen zu anmaßende Rede ja nicht für ungut anzunehmen. Denn ich habe nur geredet, wie ich es verstehe, nicht etwa aus bösem Herzen, sondern aus einem sicher guten Herzen. Mich aber rufen nun die Amtsgeschäfte, denen ich Folge leisten muss. Morgen aber stehe ich dir den ganzen Tag zu Diensten.
sage ich. So du bleiben willst, kannst du auch bleiben, denn dein Dienst ist in deinem Namen verrichtet. Sagt der Hauptmann, es ist zwar schon ziemlich dämmerig geworden, ohne den Mond wäre es schon Nacht. Ich werde aber gleich wieder hier sein. Nur muss ich zuvor noch einen Sprung ins Lager tun und sehen, ob die Nachtwachen wohl ordentlich ausgeteilt und aufgestellt sind. Mit diesen Worten verlässt der Hauptmann eilig das Zimmer. Und Ebal lobt ihn als einen Kommandanten, der wenige seinesgleichen haben dürfte. Und dass Genezareth sich für ein großes Glück rechnen könne, solch einen guten, in allen Dingen erfahrenen, gerechten und in seiner Sphäre äußerst klugen Militärchef zu haben. Sage ich, das ist er allerdings, zur großen Beschämung vieler Juden, die Gottes Wort und Gottes Gebote haben und deren ganzes Herz dennoch voll Lüge und voll Betrug, voll Zank, Zorn, Ehebruch und aller Hurerei ist. Darum auch wird es geschehen, dass den Juden das dem David verheißene Reich nach der Aussage Daniels hinweggenommen und den Heiden gegeben werden wird. Und die Nachkommen des Sohnes der Hagar werden herrschen über die Nachkommen Isaaks, obschon alles Heil zu dieser Zeit über die ganze Erde ausgeht vom Stamme Juda. Sagt Ebal, Meister, du bist als Heiland besser denn als Prophet. Ich kann überhaupt noch immer nicht begreifen, warum die Propheten ohne Ausnahme gleichweg allzeit nur Schlechtes, nie aber etwas Gutes aussagten. Muss das also sein, oder glaubten die Propheten lediglich dadurch ihr mysteriöses Ansehen aufrechtzuerhalten, so sie den Menschen nichts als eine Gottesstrafe um die andere verkünden? Lieber, herrlicher Meister, ich habe aus deinen Reden gemerkt, dass du neben dem Wunderheilande noch etwas anderes bist, nämlich ein Prophet, gleich einem der vier großen Propheten. Und so könntest du mir wohl über das sonderbare Wesen der Propheten irgendeine Aufklärung geben. Wie gesagt, mir sind die Propheten stets ein Rätsel gewesen, und so möchte ich etwas Näheres über sie von dir vernehmen.